Willkommen zum nächsten Lüt-Video. Wir haben heute ein iPhone 6, das folgende Probleme macht. Mal schauen, ob das mit der Webcam funktioniert. Ich weiß nicht, seht ihr das? WLAN ist komplett ausgegraut und auch wenn man in die Infos reinschaut, sieht man bei der WLAN-Adresse nicht vorhanden. Also, schaut so aus, als ob unser WLAN-Chip kaputt ist. Ich hole jetzt schnell das Board raus und dann spannen wir das auf die Vorheizplatte und dann werden wir den Kollegen WLAN-Chip mal tauschen. Das ist der große Fette hier unten, also auf jeden Fall eine Arbeit für die Quick. Da wird die Metcal heute wohl abstinken. So, wir müssen uns das Ganze jetzt leider mit der externen Kamera anschauen. Denn ich habe es versucht unter dem Mikroskop gestern Abend noch. Du hast einfach keine Chance, dass du da richtig die Hitze hinbringst. Also ich habe jetzt meine Quick genommen, eine größere Düse drauf gemacht und mit richtig viel Temperatur gehen wir jetzt auf diesen Chip drauf. Temperatur will ich euch eigentlich gar nicht sagen, weil die ja von Station zu Station unterschiedlich ist. Das müsst ihr einfach selber rausfinden. Der Chip hat sehr viel Underfill unten drunter, das werden wir nachher dann noch sehen unter dem Mikroskop und deswegen ist der so schwer zum Entfernen, also ihr müsst eigentlich den Chip erhitzen und im guten Glauben, dass die Lötstellen unten alle flüssig sind, könnt ihr dann von der Oberseite, dort sind keine Kondensatoren oder sowas, mit einer Pinzette hingehen und den eigentlich schon fast wirklich mit Gewalt rausbrechen. Also man, natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Gewalt ist eigentlich nie eine Lösung, schon gar nicht hier auf einem iPhone 6 Mainboard. Aber hier sitzt wie gesagt so viel Underfill drunter, dass man fast keine andere Chance hat. Ihr seht es jetzt schon ganz leicht, dass ich hinten mit der Pinzette schon ansetze, um so ein bisschen Hebelkraft herzukriegen. Und irgendwann wird er einfach rausspringen. Man muss das ein bisschen im Gefühl haben, wie viel man da anhebelt und wie viel nicht. Vor allem, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass die Lötstellen unten drunter wirklich flüssig sind. Es kann nichts reinlaufen von Flussmittel, deswegen ist das Ganze auch noch schwieriger. Aber ihr seht schon, jetzt ist er endlich lose. Und wir gucken jetzt dann gleich unter dem Mikroskop wieder weiter, wie wir weiter vorgehen. So, jetzt ist dieses Mistding endlich herunten und jetzt machen wir das mal sauber hier. Seid ihr scharf? So. Voilà. Wir haben so viel Drecks-Underfill-Material drunter, dass ich ehrlich noch gar nicht weiß, wie ich das mache. Eigentlich muss das hier alles weg, dieses Underfill. Und also es geht halbwegs, wenn man mit einer Heißluft arbeitet. Man muss nur wirklich vorsichtig sein. Wie bei allem, wenn man hier auf so einem Board arbeitet, ist eh ganz klar. Aber ihr dürft nicht zu tief kratzen, sondern wirklich nur oberflächlich dieses Underfill-Material wegmachen.
Wenn ihr das dran lasst, kann es euch passieren, dass eure Verbindung nicht passt danach. Und das wollen wir nicht. Also WLAN-Chip machen wird keins meiner Favorites. Das weiß ich jetzt schon. Vor allem hier oben die Ecke, wo so viele Bauteile rumhängen, ist irgendwie gar nicht so lustig. Ich schaue jetzt mal, ob es ohne Heißluft geht. Nee, da merkt man schon, da will er nicht mehr dann. Mit Heißluft bröselt es recht schön. Immer wieder die Pinzette sauber machen zwischendurch. Ups. Hier müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, unten bei den Bauteilen. Aber es geht. Ihr werdet es jetzt durch die Kamera mit Sicherheit nicht so gut sehen wie ich, wo noch Underfill-Material ist. So, machen wir mal sauber nochmal zwischendurch. Ob das schon reicht, vielleicht sogar. Ups. Schauen wir mal, wo wir noch was haben. Da haben wir noch einen rechten Wohnmobil. Ihr seht schon, hier sind überall so Leiterbahnen. Deswegen ist das auch nicht gerade die leichteste Arbeit. Und vor allem durch dieses Underfill, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das eigentlich gar keinen Spaß hier. Ihr habt schon gemerkt, wie schwer der Runtergang ist. Also ich habe wirklich fast brechen müssen, dass er runtergegangen ist.
Oben haben wir noch ein bisschen was zwischendrin. Ihr seht schon, heute ist Sonntagnachmittag, ich bin gar nicht so gesprächig. Aber es reicht ja, wenn ihr seht, um was es hier geht. Ihr müsst mich ja nicht immer hören. So, jetzt haben wir das Problem, ich habe da so einen blöden Chip bekommen, der kein Symbol drauf hat. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich denke mal, dass er so hingehört. So, wir haben, nur dass ich mal sicher bin. Normal müsste das oben links sein, der Punkt. Der Punkt, der hier unten in der Mitte sitzt. Aber ist nun mal nicht so. Springen du! Ich hab schon hier drüben. Komm, rutsch da noch rüber. Also, ich muss mal kurz das Mikroskop wegtun.
würde grundsätzlich mittig sitzen. Was ich aber jetzt noch gerne machen möchte, ist mir auf dem Schaltplan anschauen, ob wir irgendwo vielleicht einen Kurzschluss herkriegen oder sowas. Die zwei können wir mal testen. Der geht auf Ground und der geht dann nebenhin, da wo man nicht hinkommen. Haha, verdammt. Ich bräuchte irgendwas. Okay, du gehst daher und du gehst daher. Also das heißt, wir dürfen hier mal keinen Durchgang haben. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Mein Ding piept mal. Ja, es würde piepen und dann hoffen wir mal, dass es jetzt dann nicht piept. Erstmal da reinkommen. Okay. Piekt schon mal nicht. Das heißt, zwischen den beiden ist es gut. Haben wir noch irgendwo was anderes? Wo gehst du hin? Nirgendwo, nirgendwo. Okay, das ist die VCC Main Leitung. Die testen wir vielleicht auch mal nochmal schnell auf Ground. Ihr könnt es jetzt. Wollt ihr das lieber sehen? Nee. Im Endeffekt ist es egal, gell? Ob ihr das seht. Ihr sollt ja eher im Schaltplan gucken. So, wir gehen mal hier auf Ground. Und hier ist alles okay und da piept er, das passt. Okay. Da darf er piepsen, da nicht. Okay. Ja, ich denke, wir probieren das aus. Ich schalte es mal ganz kurz ein, das ganze Gedünse und dann, also reinigen, einschalten und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. So, wir haben das Handy mal eingeschaltet und dann gucken wir mal, ob das was geworden ist oder ob es an was anderem lag. Aber ich hoffe, dass es wirklich dieser dämliche WLAN-Chip war. So, ich gehe in WLAN und er sagt, dass ich es ein- und ausschalten kann. Na. Sollte ein Handy nicht so halten, gell? Aber wie gesagt, WLAN ist grün. Wir schauen jetzt noch, ob wir auch noch irgendwo. Ich glaube, das Display ist jetzt nicht gescheit drauf. Der Touchscreen tut nämlich nicht das, was er soll. Das gucke ich mir aber jetzt auch noch gleich an. Aber grundsätzlich funktioniert unser WLAN. So, wir schauen in Info. Und dort haben wir auch wieder eine. Super, wie er überhaupt nicht scharf stellt. Stell scharf, jetzt eine WLAN-Adresse. Also, es war. Definitiv unser WLAN-Chip, das scheint wieder zu funktionieren. Und dann werde ich das Handy jetzt wieder zusammenbauen und dem Kunden schicken. So, Dankeschön fürs Zuschauen.